Okay, ich sehe nur zurückhaltend, die Leute. Bisschen alle mal nicht zurückhaltend. Okay. Marcel, was verbindet dich mit Freiburg und was verbindet dich oder was verbindest du mit dem SC? Mit Freiburg Privates, weil meine Frau hier studiert hat und ihre ersten größeren Berufsschritte gemacht hat und meine Schwiegerfamilie stammt aus Offenburg. Mit dem SC, das war immer, als nach dem ersten Aufstieg, so was anderes. Da mal hinzufahren, war was anderes. Insofern sind die Sympathien ungebrochen. Ich komme immer wieder noch gern her. Allerdings, es gibt auch andere private Dinge. Der Präsident ist ein, dem ich sehr, sehr gewogen und zugetan bin. Weil er als Mensch ein ausgesprochener Sympath ist und weil er ordentliches Zeug auf den Tisch zu bringen hat. Und damals schon lange, lange vor dem Zehnmal sind mir da schon mal eingefallen. Also, nein, das ist eine Gegend, die mir aus persönlichen Gründen sympathisch ist und fußballerisch auch. Allerdings, sage ich gleich, vielleicht befördert es das Ganze. Der Weg da hinten in diese Sackgasse, in dieses Stadion, ist nicht immer lustig. Das habe ich nie begriffen, wie lange das so weitergehen soll. Und von daher denke ich, wird es Zeit, dass wir so zusammenkommen und die Dinge auf den Weg bringen. Okay. Marcel, wir sind jetzt mitten in der sogenannten fünften Jahreszeit. Das heißt hier bei den Alemannen, glaube ich, Fasnet oder Fasner. Und ich habe jetzt mitbekommen, du hast vor ein paar Tagen einen Karnevalsorden bekommen von der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval, den sogenannten Kaiser Augustus Orden. Das war aber kein gewöhnlicher Orden, kein Fasner. Da ging es mehr um soziale Dinge. Das war, als Karnevalsorden wäre ich nicht nach Trier gefahren, weil Karneval, der alemannische schon gar nicht, ich lebe ja vorwiegend in Zürich, diese Art von Karneval ist nicht so ganz die meine. Also, und in Metz habe ich studiert, das fand ich auch nicht so furchtbar lustig. Die Zeit, als ich in Köln war, das war ein Karneval, der mir ganz gut gefallen hat. Aber das ist bis heute noch so, wenn man da zum Fußball geht, kann man auch das ganze Jahr irgendwie Karneval. Nein, also das ist nicht so mein Ding. Der Orden ging für spannendes soziales Engagement, irgendwas fanden die. Ordenswert. Afrika, und dafür gab es Geld und dieses Geld ging direkt an den guten Zweck. Von daher alles noch. Und wo findet der Kaiser? Ja? Wo findet der Kaiser Augustus Orden seinen Platz bei dir? Den Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, Bayerischer Fernsehpreis? Hast du überhaupt einen Platz für sowas? Das ist ja eine Jugendveranstaltung. Also für gute Dinge findet sich immer Platz. Okay. Christian, du erlebst ja hier diese alemannische Fasnet. Hast du auch so ein paar Orden zu Hause? Oder ist dir das Bundesliga-Geschäft nachher teil genug inzwischen? Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist so, dass ich ja von der Grenze komme. Und an dieser Grenze, da ist ein Dorf evangelisch und eins katholisch. Durch die Reformation und durch Zwingli und Calvin, weil wir doch nah an Basel sind. Und ich bin jetzt zufälligerweise im evangelischen Dorf auf die Welt gekommen. Und in diesem evangelischen Dorf war keine Fasnacht. Und die Fasnacht in Basel, die kennen wir ja, da waren wir natürlich öfters beim Morgenstreich und natürlich beim Scheibisch. Nein! Und beim Scheibeschlage dann am Sonntagabend nach der Fasnacht in Deutschland. Aber ansonsten habe ich mit Fasnacht ehrlich gesagt jetzt keine engere Verbindung. Wobei ich sagen muss, als ich Fußballlehrer gemacht habe, war ich in Köln. Und da habe ich dieses eine Mal die Kölner Fasnacht auch doch ein Stück weit zu schätzen gelernt. Okay. Das reicht. Karneval. Kölner Karneval. Marcel, aber Christian hat etwas aufzuweisen, was du, glaube ich, noch nicht hast. Er hat nämlich vor einem Jahr für den Klassenerhalt haben die Fans ein Graffiti gemalt an die drei Saarbrücken. Und vielleicht kriegt er das dieses Jahr wieder. Das würde ich ihm sehr, sehr wünschen.
Die Graffiti, die ich bekäme, möchte ich mir nicht. Die kann ich verzichten, kriege ich im Internet. Da kommen wir später noch drauf. Du hast das schon angedeutet, du warst beruflich natürlich schon öfters im Dreisamstadion, Badenova, Marke Solar, jetzt heißt es Schwarzwaldstadion. Warum braucht jetzt der SC deiner Meinung nach ein neues Stadion? Weil dieses Stadion nicht erstligatauglich ist. Und das Ganze hier, ich habe es vorhin gesagt, was gefällt mir hier, das hat immer so was anderes gehabt, so was Sympathisches. Nur dieser Reiz braucht sich, glaube ich, schnell irgendwann mal auf. Und dann wird es zu was Kultigem. Und wenn ich Kult höre, gehe ich sofort stiften. Jetzt können wir gern darüber streiten, nein, wir können eben nicht darüber streiten, ob es früher alles besser war und der ganze Kommerz im Fußball und ob das alles eine falsche Entwicklung ist. Das ist eine lustige Diskussion, nur an der nehme ich nicht mehr teil. Das bringt nichts. Das ist so, wie es ist. Und es gibt ganz klare Anforderungen an einen Erstliga-Club. Und es gibt überhaupt kein Problem, wenn man in Freiburg sagen würde, Christian sagen würde, pass auf, wir sind uns alle einig, dritte Liga reicht, dann lassen wir das Stadion, wie es ist, machen wir ein bisschen was hübsch noch, spielen vor 5000 Leuten mit einem ganz anderen Etat und machen eine prima Jugendarbeit, verscheuern die Jungs, sobald sie die Schuhe schnüren können, und ansonsten belassen wir es so, wie es ist. Das ist ein völlig honoriger und gut nachvollziehbarer Ansatz. Also habe ich überhaupt nichts gegen. Nur Don Quixote war noch nie mein Lieblingsheld. Wenn du aber sagst, wir wollen erste Liga spielen, dann wirst du hier, egal mit neuem Stadion oder ohne neues Stadion, nicht deutscher Meister werden, voraussichtlich. Du wirst auch die Champions League kaum erreichen, sondern du wirst deine eigene Meisterschaft jedes Jahr spielen, nämlich die Liga halten, sich etablieren, wie Mainz vielleicht so ungefähr, die auch aus dem Kultstatus kamen. Nur dazu musst du deine Hausaufgaben machen, denn sonst kannst du intelligent sein, innovativ sein, du kannst Jugendarbeit machen, wie du willst, aber nicht in einem Stadion, das mit sehr viel Mühe Zweitliga-Format hat. Aber da musst du schon sehr, sehr viel Sympathie aufbringen. Das ist jedenfalls nicht erstligatauglich. Und dann hast du ein strukturelles Problem und wenn du dieses nicht lösen kannst, steige ich aus der Diskussion aus und verabschiede mich mit sehr viel Wehmut aus Freiburg, weil dann ist es Quatsch, dann ist das einfach nur Unfug. Dann wollt ihr hier jedes Jahr aus dem Kreis ein Quadrat machen und das steht leider im Buch anders. So ein Projekt, Marcel, ich war nicht. So ein Projekt ist ja nicht unumstritten, in Freiburg erst recht nicht. Es gibt natürlich auch negative Beispiele, wo sich Vereine übernommen haben, Aachen, Duisburg. Aber es gibt ja auch positive Beispiele, Mainz haben wir gerade gehört und Augsburg. Ja. Das ist ja die Liga, gestern wurde auch der SC geschaut, Mainz, Augsburg und so weiter. Gladbach empfehle ich gerne mal sich mal anzugucken. Da gab es den Bökelberg, der war so mit Tradition getränkt, da konntest du kaum mehr gerade laufen, vor lauter Schwarz-Weiß-Bildern und Letzers und Wurz und allem. So, und die Mannschaft schmierte dann irgendwann gegen der Club, wurde es immer enger. Der ganze Kult von früher war Kukulores. Und dann haben die irgendwann gesagt, wir müssen ein neues Stadion bauen. Dann haben die eins gebaut und ich empfehle jedem, sich das mal anzugucken. Das hat genau die Dimension, die für Gladbach stimmt. Das hat genau die gastronomischen Bereiche, die es braucht, aber nie überdreht. Aachen, eine andere Geschichte, Kaiserslautern, wo ich eher herkomme, auch viel zu schnell und viel zu hoch gejatzt, damals für die WM und am Ende draufgezahlt. Das darfst du nicht machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier intelligente Menschen sich überlegt haben, was passt zum SC Freiburg. Nur noch ein Satz, weil ich das vorhin vielleicht vergessen habe. Das geht nicht darum zu sagen, so wir schmeißen alles, was uns so sympathisch gemacht hat und was uns ausmacht und was unsere Philosophie war und was unsere Identität war, das schmeißen wir alles über Bord wegen irgendeinem scheiß Stadion und laufen irgendeinem Mammon hinterher. Darum geht es nicht. Diesen Spagat musst du immer schaffen, wenn du dich da oben etablieren willst. Und die Mainzer haben das prima gemacht. Wir sind nur ein Karnevalsverein, singen die gern, aber was sie meinen ist, das hört euch mal an und da hinten dran machen wir in aller Ruhe ein vernünftiges Stadion. Wir wissen, wer wir sind, wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehören. Und dazu braucht es ein Gesamtpaket. Ich glaube, dass die Leute hier, nach dem, was ich gelesen und gehört habe, wissen, wer sie sind und was es für ein Stadion braucht. Christian, ich brauche dich ja nicht mehr zu fragen.
dass du für das neue Stadion bist, deine Plakate hängen da in der ganzen Stadt. Aber ich gehe davon aus, dass du dich dafür engagierst, nicht nur der Profis wegen, sondern da gibt es noch viel mehr beim SC Freiburg. Nein, es geht nicht um, natürlich geht es um die Profis insofern, dass die Profis enorm wichtig sind für den Verein, um dann die Gelder beizuschaffen, damit man so einen Betrieb aufrechterhalten kann mit 300 Menschen, die da arbeiten und mit unzähligen anderen Menschen, die dann auch davon mit profitieren, mal davon abgesehen, dass man am Samstag ein Erst-Bundesliga-Spiel anschauen kann, alle zwei Wochen. Es geht einfach darum, dass wir in einer gewissen Form wettbewerbsfähig sein müssen. Ich liebe diesen Standort oben an der Schwarzwaldstraße total. Das ist überhaupt keine Frage. Ich wäre am allerliebsten dort geblieben, wenn es möglich gewesen wäre. Nur es ist ausgeschlossen, dass dieser Stadion weiter umgebaut werden kann. Wir spielen da mit Sondergenehmigungen seit vielen Jahren. Der Platz ist einfach zu kurz. Das wird nicht mehr lange akzeptiert werden. Allein das schon schließt es aus, dass wir da bleiben können. Das, was der Marcel jetzt detailliert gesagt hat. Schauen Sie allein Mainz in der Wahrnehmung oder Augsburg. Wir waren die letzten Jahre sportlich mindestens auf der Höhe von Mainz. Mindestens. Die letzten drei Jahre waren wir zweimal davor. In der Wahrnehmung ist es so, der SC Freiburg ist ein Verein, der, glaube ich, viele Sympathie hat. Das ist so, das hat aber auch mit sportlichem Erfolg zu tun, weil man mit relativ wenig relativ viel geschafft hat die letzten 20, 25 Jahre. Aber in der Wahrnehmung ist Mainz ein Bundesliga-Verein. Ein gestandener Bundesliga-Verein. In der Republik draußen ist der SC Freiburg ein sympathischer Verein mit einem gewissen Kultstatus, natürlich nicht bis St. Pauli, aber Studenten und so weiter, was natürlich in dem Form nicht stimmt. Aber wir sind nicht in der Wahrnehmung so wie Mainz. Und das muss sich verändern, weil wir können nicht Jahr für Jahr etwas stemmen und uns darauf verlassen, dass wir in allen Bereichen, Marcel hat schon gesagt, intelligenter und besser sind als die anderen. Das ist nicht so. Das ist, wenn ich sehe, jetzt, wie heute Fußball gespielt wird, in viele andere Vereine. Die Vereine haben so viel aufgeholt in viele Dinge. Man hat in manchen Dingen wirklich ein paar Nische und hat ein paar Vorteile. Du bist durchleuchtet. Jedes Wochenende wird alle Spiele angeschaut. Wenn ich überlege, wie wir vor ein paar Jahren gespielt haben, habe ich gesagt, boah, da haben wir noch ein bisschen Vorteil und da bauen sie auch mit den Innenverteidiger und da machen sie das nicht. Und heute machen sie das in jeder dritte, vierte Liga. Wir haben nicht mehr diese Möglichkeiten und wir können nicht jedes Jahr irgendwelche Dinge schaffen, wie wir sie in den letzten Jahren geschaffen haben. Es geht nicht. Und dann noch 5 Spieler verkaufen, weil wir dann das Geld wieder brauchen, weil wir natürlich auch, man muss ja sehen, wir bringen 15, 20 Millionen Eigenanteil. Dafür musst du 30 Millionen einnehmen. Das haben wir geschafft die letzten Jahre. Da gibt es einen Verein, der das geschafft hat. Und das ist Bayern München. Und wir vergleichen uns selbstverständlich nicht mit Bayern München. Alle anderen haben das nicht hinkriegt. Das haben wir hinkriegt. Nur jetzt bist du langsam natürlich an einem Punkt, das kannst du nicht mehr kompensieren. Und das sehe ich selber so. Ich bin der Letzte, der da oben weg wollte. Nur, wenn ich sehe, was wir da immer leisten müssen, damit wir dann es vielleicht irgendwie am Ende schaffen, dann muss ich sagen, so geht es nicht. Die anderen sind nicht am Schlafen. Ja. Christian, du bist ja logischerweise als Cheftrainer für den sportlichen Erfolg zuständig. Wenn jetzt ein neues Stadion kommt, befürchtest du dann nicht, dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, Spieler einzukaufen, weil dann investiert wird in Steine statt in Beine? Wir haben schon jetzt Geld zurückgelegt, damit wir konkurrenzfähig bleiben auch und damit wir ein neues Stadion bauen können. Sonst wären wir da anders vorgegangen. Das wurde auch schon mal gemacht. 2001 haben wir dann die Fußballschule gebaut und auch damals war es so, natürlich war das ein angesehenes, sympathisches Projekt, nur viele haben gesagt, ja, was ist so viel Geld da rein investieren und dann haben wir es gemacht, dann hatten wir noch ein paar Vorteile gegenüber anderen Mannschaften, weil sie noch nicht so weit waren, haben die richtigen Leute reingebracht, ein paar gute Ideen gehabt und dann hat es funktioniert. Nur jetzt müssen wir natürlich mit dem Stadion nachziehen und wir können auch ein paar Dinge noch besser machen als andere Vereine. Deshalb wollen wir ja auch, dass dieses Stadion in der Stadt gebaut wird. Wir wollen ja, dass die Leute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und auch so viel wie möglich mit den Fahrrädern. Das ist überhaupt kein Thema, dass diese Dinge bleiben. Aber wir brauchen einfach die Möglichkeit, dass wir uns nicht, wenn wir Spieler entwickelt haben, dass sie ein Jahr da sind und nach einem Jahr sind sie wieder weg. Wir können das sportlich nicht leisten. Das schaffen wir nicht.
Herr Letzschke hatte, der Co-Trainer von Bayern München, gesagt zu mir, ihr müsst aufpassen jetzt, es wird eng. Ich weiß zwar nicht, wie ihr es die letzten Jahre geschafft habt, aber es geht jetzt irgendwann nicht mehr gut. Und das war bezeichnend eigentlich. Christian, kommen wir jetzt noch zum Aktuellen. Vor 3 Tage zurückgekehrt aus dem Trainingslager in Andalusien. War alles soweit okay? Wie war dein Fazit? Ja, das sage ich ja immer. Alle, das ist okay. Ich bin ja, es war okay. Alle Spieler sind motiviert, die kommen aus dem Winterurlaub und jeder kämpft wieder um seinen Platz. Wichtig ist, dass du wenig Verletzte hast. Wir haben jetzt 2, 3 Angeschlagene noch, leider jetzt für den Samstag, aber keine Langzeitverletzte. Wir haben trainiert, wir haben alles gemacht. Wir haben uns dafür entschieden, an einem Tag 2 Spiele zu machen, 2-mal, damit jeder dann 2-mal 90 Minuten spielen kann. Beim letzten Spiel ist leider ein bisschen so gewesen, dass wir zu kaputt waren. Vielleicht hätten wir das anders machen müssen, das nehme ich natürlich auf meine Kappe. Dann hätten wir auch nicht gegen KSC so hoch verloren, aber ich wollte, dass sie die Spiele haben. Sie waren total an der Kante. Und jetzt spielen wir gegen eine sehr gute Mannschaft am Samstag mit Basel. Und dann gehen wir voll in die Rückrunde und mit Elan und versuchen alles. Wir haben alle Möglichkeiten, es sind viele Mannschaften, die auch hinten stehen. Und wir haben ja tatsächlich ein paar Vorteile mit dem Publikum und mit ein paar anderen Dingen. Da haben wir tatsächlich noch einen Vorsprung. Manche Mannschaften, die da unten stehen, haben eher Angst, zu Hause zu spielen, weil sie doch sehr, sehr kritisch beäugt werden und bei uns ist es andersrum. Ein Vorteil könnte ja sein, Christian, dass der SC keine Spiele abstellen musste zum Afrika-Cup und zum Asien-Cup, wie viele deiner Konkurrenten? Ja, wenn die da sind, gut spielen, dann ist es ein Vorteil. Marcel, machen Wintereinkäufe eigentlich Sinn? Oder kriegt man da nicht nur so ein Schnäppchen oder Spieler, die gerade lange verletzt waren? Ist doch eigentlich ein Glücksfall, oder? Wenn man dann ein Spieler kommt, der im Winter, der dann auch passt und dir, wie es so schön heißt, gleich helfen kann. Wenn du neben ihm sitzt, dann kannst du ja gar nichts anderes sagen, als wenn die einschlagen, sind die super. Wenn nicht, war es ein Fehler. Doch klar, natürlich ist das so. Schau, wenn man sagt, wir müssen was tun, weil uns Langzeitverletzte plötzlich so wegbrechen, dann hast du ja gar keine andere Chance, wenn der Kader sich hergibt. Aber natürlich ist es so, dass das sind ja nicht die Spieler, die anderswo Leistungsträger waren. Du weißt nicht, in welchem psychischen Zustand so einer ist. Und du weißt nicht, ob er reinpasst, ob es gleich, und das muss ja dann schnell gehen, weil groß einspielen, wenn du, und du holst ihn ja, weil du glaubst, wir müssen was verbessern jetzt schnell. Und wenn du auf die Tabelle guckst, hier müsste ich ein bisschen schnell was verbessern. Wenn du holst einen und der hilft dir nicht sofort, sondern ist eher ein Problemfall, musst du dich um den auch noch kümmern. Also möchte ich den Job nicht haben. Wintereinkäufe sind eigentlich immer nur die zweite Idee, ist immer Plan B. Christian, was sagst du dazu? Da hast du Nils Petersen und diesen Miller Dahlia eingekauft. Ja. Mats Deli. Das hat er nicht so bekannt. Natürlich ist es so, dass du normal sagst, nicht zu viel verändern, aber es war jetzt einfach so, es gab 2, 3 Spieler, die nicht so zum Zug kamen. Die wollen spielen und dann sage ich, könnte vielleicht in eine Zweitligamannschaft komme ich zu mehr Einsätze, dass ich am Wochenende nicht draußen bin. Und wenn die dann sich entscheiden, dass sie sich verändern, dann nimmst du jemanden dazu. Und vor 3 Jahren ist es wahnsinnig gut gegangen, wo man da 5, 6 neue dabei hatte. Wobei, das kann ja nicht die Idee sein, das ist der zweite Gedanke. Normalerweise willst du Ruhe haben und machst nicht viel im Winter. Wir haben ja auch nicht viel gemacht. Sind 2 Spieler von 24 oder 25. Aber ich glaube, der Mats ist eine sehr gute Investition, 19 Jahre alt, und er ist ein guter Typ, sehr guter Fußballer. Und der Nils Petersen wird es zeigen, dass er nicht auf die Bank gehört. Und er hat eine gewisse Erfahrung und er wollte zu uns kommen, das war eh klar. Ich habe zu ihm gesagt, Nils, mit allem oder nichts. Also wirklich mit allem
überlegst dir, ob du nach Freiburg willst oder nicht. Und wenn du irgendwelche Zweifel hast, gehe ich sofort weg von der Sache und dann ist alles okay und dann machen wir es nicht. Und er wollte mit allem. Und jetzt ist er da und ich bin überzeugt, dass er alles tun will und dann ist es okay. Nils Peter ist nicht so das beste Beispiel. Also der hat den Schritt gemacht, wie manche Spieler, Schlaudra von Hannover, Podolski, wenn wir ehrlich sind, hat man das auch nicht wirklich genutzt, ist zu einem Zeitpunkt zum FC Bayern gegangen, weil die den unbedingt haben wollten. Dort ist er hopp oder top gegangen und das war eben nichts, sondern der ging als einer, der es nicht geschafft hat, beim FC Bayern weg. Ein ganz sicher begabter Junge, sonst hätten die Bayern ja nicht damals geholt. Dann die bei Bremen schon die zweite Station, dort gerät er in eine Mannschaft, die selber unendlich viele Probleme hat, dann läuft sie nicht, dann springt. So, und jetzt musst du halt sehen, du weißt, dass der die Anlagen hat, aber wie ist er psychisch? Wie kriegt er das alles weg, was er in München erlitten hat, was ihm dann als Hoffnung in Bremen auch wieder schiefgegangen ist? So, wenn wir ehrlich sind, ist das so ziemlich eine der letzten Ausfahrten für so einen Jungen. Und wenn der das wieder hinkriegt und sagt, so jetzt endlich kann ich hier bei Null anfangen, aber dann kommt er zu einem Club, der gerade in der Tabelle da so steht und jetzt sagen alle, jetzt hast du ihn geholt im Winter, wie wäre es, wenn der uns mal 5 Tore macht in 2 Spielen? Das wäre ja ganz toll. Und darum sagt er, wie soll ich das machen in meinem Zustand? Also das ist die Frage. Nein, aber genau das ist der Punkt für den Wintereinkauf. Und das ist aber genau der Punkt, dass du dann, wenn du das sagst, dann hast du normal schon verloren. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass er jetzt, ich sage auch nicht, er wird so und so oder sagt zu ihm, du musst, oder darum geht es gar nicht. Entweder du hast das Gefühl, er hilft und er kommt mit allem, was er hat, zu dir. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Weil wir sind auf dem letzten Platz im Moment, wir kämpfen gegen den Abstieg, das bleibt bis am letzten Spieltag so, das ist eh klar. So, und jetzt, wenn er mit allem, was er hat, dahin kommt und sich eine gewisse Freiheit bewahrt, dann kann er durchaus sein, dass er das zeigt, was er kann. Und dann kann er uns richtig helfen. Etwas überraschend für viele, Christian, kam die Ausleihe von Sebastian Kerk, schließlich ein Eigengewächs. Was war die Überlegung? Der Sebastian ist ein sehr ehrgeiziger Junge und der will natürlich so viel wie möglich auch auf den Platz. Und wir glauben, dass es jetzt, ich habe ihn oft eingewechselt, letztes Jahr 21 Einsätze, nicht oft von Anfang, aber im Europapokal einige Male auf dem Anfang an gespielt und hat sich jetzt noch nicht hundertprozentig durchsetzen können körperlich und die ganze Anforderungen, die da waren. Und jetzt macht er den Weg über Nürnberg, er hat sich für Nürnberg entschieden. Und das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung und wir hoffen darauf, dass er viel Spielzeit kriegt und dann kommt er mit, sind unsere Arme offen und dann kommt er zurück. Aber es geht einfach darum, die Jungs, U20-Nationalspieler, die wollen natürlich auch spielen und sie wissen auch, sie müssen genug Spielzeit haben, damit sie es reentwickeln können. Dann machst du solche Dinge. Wir haben es beim Vega Heddenstadt gemacht, das sieht gut aus beim Vega in Braunschweig. Der kommt zum Spielen und dann kommen sie irgendwann zurück und dann schaffen sie es vielleicht dann auch in der ersten Liga. Christian Felix Magath hat am Sonntag als Studiogast bei Sport im Dritten 100 Euro gesetzt auf den Klassenhalt des SC Freiburg. Ist das Geld gut angelegt? Ja, also ich spekuliere. Also es ist definitiv so, würde Felix Magath Geld verlieren, wäre es nicht so schlimm. Dass er sie gewinnt und er ist offensichtlich davon überzeugt, dass wir noch nicht abgeschrieben sind und dass wir eine Substanz haben, um es zu schaffen und ich glaube, da hat er recht, aber ich bin kein Hellseher. Entscheidend wird sein, wie wir Fußball spielen jetzt und wie wir uns einbringen, wie mutig wir sind und wie wir dann Dinge umsetzen können. Es hat in der Vorrunde auch noch nur an kleine Dinge nur kleine Dinge gefehlt, nur es haben mehrmals kleine Dinge gefehlt und das hat Gründe. Und damit haben wir uns jetzt kritisch auseinandergesetzt. Und das ist der Weg zum Erfolg oder der Weg zum möglichen Erfolg. Und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Oh, 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 oh.
Marcel, würdest du auch auf den Nichtabstieg des SC wetten? Ich wette grundsätzlich nicht so gern. Ich weiß nur, dass Felix Magath in den letzten Monaten, fast Jahren, weniger kluge Entscheidungen als diese. Nein, nicht, wenn ich mich jemand fragt, schafft der SC das? Was spricht dagegen, dass es dramatische Abgänge gegeben hat? An entscheidenden Positionen, die musst du auffangen. Das kannst du nicht jedes Jahr einfach, weil es halt so ist in Freiburg, wir schaffen das jedes Jahr. Das spricht dagegen. Und die Tabelle lügt nicht nach so einer Vorrunde. Auf der anderen Seite, das ist neben Paderborn, ist der SC Freiburg vielleicht der einzige Club, bei dem man weiß, um was es jetzt wirklich geht. Ich glaube, dass die Dortmunder da unten wegkommen werden, weil das kann nicht sein. Dazu ist der Kader einfach, und das, die wissen ja, wenn die für den Moment mal aufwachen, ganz normal ihr Zeug runterspielen, wird das zwar nicht großartig werden, aber die sind besser als 5, 6, 7, 8 Clubs, die da unten sind. Aber es sind so Clubs wie Bremen und Hamburg, wo du das Gefühl hast, die haben immer noch nicht wirklich verinnerlicht, wo sie stehen. Der VfB Stuttgart ist in einer ziemlichen Schieflage. Und noch mancher andere da unten, der dann plötzlich im Treibsand hockt. Paderborn, glaube ich, wird sehr viele Probleme haben, es zu schaffen. Punkt. Ich glaube, dass Christian das, also eben gesagt, wir werden Abstiegskampf spielen bis zum letzten Spieltag. Und wenn man das weiß und das nicht nur hinplappert, damit die Menschen Ruhe geben, sondern wenn man das wirklich verinnerlicht und die Mannschaft das auch weiß, dann bist du erstmal mit dem Kopf an der richtigen Stelle. Deswegen glaube ich, dass das funktionieren wird, aber eine Garantie gibt es auch für den SC Freiburg bei allem Kult und aller Sympathie nicht. Christian Felix Magath hat auch eine weitere interessante These vertreten, warum der SC immer so eine starke Rückrunde spielt. Seine These war, die Spieler, die man zu Saisonbeginn abgeben muss, ist unheimlich schwierig, diese Mannschaft dann so zu formen, braucht seine Zeit, Laufwegen, was weiß ich alles. Deswegen würde der SC immer erst in der Rückrunde so stark sein. Kannst du dem folgen? Naja, es ist so, es ist auch bei anderen Mannschaften so, wenn du natürlich einen Aderlass hast, und in der Regel haben wir Aderlass von Spielern, die keine geringe Bedeutung für eine Mannschaft haben und natürlich auch ein Spiel mitgestalten und mitbestimmen, dann müssen sich natürlich erst wieder, wie soll ich sagen, erstens mal wieder neue, wir haben zwar flache Hierarchie, aber trotzdem Hierarchien bilden und auch leistungsmäßig Hierarchien bilden in der Mannschaft und auf dem Platz. Und es bedarf natürlich auch einer gewissen Zeit, aber man kann jetzt nicht immer davon ausgehen, es war jetzt immer die Jahre so, dass wir immer in der Rückrunde stärker waren. Nur man sollte jetzt nicht sagen, in der Mannschaft und wir selber, ja, das ist automatisch so. Sondern es geht nicht immer darum, wie du arbeitest und wie die Jungs dann mit gewissen Drucksituationen und mit Dingen umgehen können. Und das gilt es wieder zu erarbeiten. Es ist nett und es ist schön, man kann sich vielleicht nochmal daran erinnern, es hat funktioniert und warum, und das tun wir auch, aber man sollte nicht zu viel an die Vergangenheit denken und dann davon ausgehen, naja, das geht schon, sondern es ist immer wieder eine neue Sache, und man muss eins sagen, wenn du die Statistik anschaust, die anderen Vereine haben halt in puncto Laufvermögen, auch gestandene Traditionsvereine, Zweikampfverhalten natürlich aufgeholt die letzten Jahre, das muss man einfach sagen. Vor Jahren war es noch so, da hat dann eine Mannschaft, Traditionsmannschaft mal oben stand, da haben die gesagt, hey, das ist ja kein Problem, die 5, 6 lassen wir hinten. Das ist natürlich vorbei. Danke. Marcel, wann werden diesmal die Bayern Deutscher Meister? Bitte? Wann werden diesmal die Bayern Deutscher Meister? Das ist die einzig spannende Frage. Wenn sie wollen, wenn die anderen, wenn die Wolfsburger sagen, ja, das ist Quatsch, mit dem Bayern können wir uns nicht messen, dann wird es noch früher werden. Das ist so, aber das ist eine der Dinge, über die können wir kurz mal weinen, aber das ist Fakt. Das ist, und die haben nichts gestohlen, die haben niemandem was geklaut, die haben nicht betrogen. Die haben ihre Rechnung immer bezahlt und die haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen. Und die hatten die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Und deswegen sind sie nicht zum Spaß da, wo sie jetzt sind.
Und so wie, wie der Fußball sich im Umfeld entwickelt hat, also Champions League, die Champions League sind 20 Millionen Minimum auf sicher, wenn du die erreichst. Frag mal beim SV Werder Bremen, es gab gar nicht so lange her, da waren die über Jahre gerechnet öfter in der Champions League gewesen als die Bayern. Die sind jetzt gerade abgekoppelt worden und meine These ist, der SV Werder Bremen wird so schnell die Champions League nicht wieder erreichen. Das heißt, es fehlen dir die 20 Millionen von jetzt plus die vom nächsten Jahr. Der Teufel scheißt dann wieder auf denselben Haufen. Das heißt, die Bayern haben die 20 Millionen von jetzt plus, da sie nicht in der Vorrunde ausscheiden werden, also 40, 50 können die rechnen. Damit haben sie das Geld, wenn sie noch irgendwo eine Schwachstelle finden, die sie hindert, im März deutscher Meister zu werden, werden sie die ausgleichen. Nein, das läuft das Spiel. Das ist so. Die Gelder, die Champions League ist ein Segen und ein Fluch. Ein Segen, weil es ein wunderbarer Wettbewerb ist, weil da unendlich Geld ausgeschüttet wird und wer da reinkommt und damit mit dem Geld richtig was anzufangen weiß, der ist auf einem prima Wege. Wer das nicht hat, weiß, dass er seine eigenen Meisterschaften spielen muss. Die Bundesliga hat mit dem FC Bayern eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist die spielen ihre Meisterschaft, danach gibt es noch eine Meisterschaft um die ersten vier Plätze. Das ist so, das können wir beweinen, aber es ist Fakt. Das heißt ja nicht, dass es unspannend ist. Auch wenn man hinten, der SC Freiburg, wenn es darum geht, bis um Platz 10 etwa mitzuspielen. 4 Punkte. So. Das ist doch eine wunderbare, spannende Geschichte. Das macht doch Spaß, hinzugehen, sich das anzugucken. Nur, du weißt, dass du eigentlich, also die Urfassung der Idee, es geht darum, wer wird Erster in der Bundesliga, damit hast du hier nichts zu tun, so wie der FC Bayern nichts mit Platz 2 eigentlich zu tun hat. Nicht, weil das toll ist, sondern... Ja, ich weiß, dass das nicht schön ist. Das ist, man hätte es gern anders. Nur das ist im Übrigen auch kein deutsches Problem. Das können Sie in jeder der großen Ligen können Sie sich das angucken. Das ist eine Entwicklung, die lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Und wir sollten schon froh sein, wenn wir hier schottische Verhältnisse kriegen, so wie jetzt. Sondern spanische wäre schon toll, wenn irgendeiner sich noch traut, gegen die Bayern anzutreten. Weil die anderen haben auch finanzielle Möglichkeiten. Leverkusen, Wolfsburg sollen nicht von Sozialhilfe leben, soweit man hört. Hast du eine Erklärung, was mit Dortmund los ist, Marcel? Champions League, hui, Bundesliga, pfui? Ja, so hui war Champions League auch nicht. Also da ging es am Anfang ganz gut, aber ich habe es ja nicht in Arsenal gesehen, das war dann auch schon ganz, ganz fragil. Ja, das ist... Es gibt sicher einige Thesen und ich habe eine auch, wenn eine Mannschaft so fixiert ist und ein Club so fixiert ist auf handelnde Personen und das dann irgendwann mal sich ein wenig der Heiligenschein verflüchtigt, dann steht man vor einer neuen Situation. Natürlich haben sie Verletzte, natürlich, aber die Mannschaft, die da noch auf den Platz geht, ist immer noch gut genug. Und sie haben ein Einstellungsproblem, was sie dauernd sagen, das stimmt nicht, aber wenn eine Mannschaft an einem Freitagabend gegen Wolfsburg ein richtig gutes Spiel macht und eine Woche darauf baden geht irgendwo, dann stimmt ja was im Kopf nicht. Das ist ja nicht das Leistungsvermögen. Also die wissen es selber nicht und sie haben immer noch gefremdelt mit der Tabelle und es gab immer noch genug Leute in Dortmund, das weiß ich, weil ich da ein paar Leute im Umfeld kenne, es gab immer noch genügend Menschen, die gesagt haben, es sind nur noch 10 Punkte, dann sind wir wieder Champions League. Und wenn du das nicht aus dem Kopf rauskriegst, und nicht das annimmst, und jetzt müssen Spieler, die dafür nicht gedacht sind, so Kagawa haben die geholt, das ist der kommt ja nicht von Manchester United zurück, damit er ihnen im Abstiegskampf hilft. Das sind Spieler, die begreifen verständlicherweise gar nicht, was da passiert. Also da wird es sicher viele werden dort über ihre eigenen Schatten springen müssen, von oben bis ganz unten. Christian, wie siehst du das? Ist der BVB wirklich ein echter Konkurrent im Abstiegskampf? Nein, ich beschäftige mich auch nicht mit Dortmund, dann im Wesentlichen. Ich beschäftige mich eigentlich mit unserer Situation, weil das ist Blödsinn. Dortmund wird jetzt in der Rückrunde so viele Punkte holen, dass die natürlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben werde. Und damit ist die Geschichte für mich gegessen. Ich beschäftige mich nicht. Sollte irgendwelche unglaubliche Dinge passieren, dann ist es so und dann nimmt man die an, aber davon ist nicht auszugehen. Wieso kommen Traditionsclubs wie HSV, Stuttgart und Werder nicht mehr so richtig auf die Beine? Ja, das hat mehrere Gründe. Man muss sehen, dass natürlich, wenn du in solche Vereine dann Erfolg hatte, über viele Jahre,
und es dann Schwierigkeiten gibt, dann geht es natürlich schon um die handelnde Person, wie die dann vorgehen, wenn man mal in ein Loch fällt. Und dann ist natürlich die Erwartungshaltung im Umfeld ist groß. Eben, man kann diese Situation schwer annehmen. Man denkt ja, eigentlich waren wir doch dort Deutscher Meister und da haben wir Pokal gewonnen und da war das. Und das ist psychologisch sehr, sehr schwierig. Dann die Medienwelt in Hamburg, wenn wir dort spielen, sehen wir das ja dann. Wir übernachten da meistens, dann hast du 2 Tage da die Zeitungen beim Frühstück liegen, die das jetzt da alle lesen, aber von Morgenpost bis zu Bild und von da bis zu da. Und immer auf der ersten Seite und nicht immer mit schönen Fotos. Und all das sehen natürlich die Spieler auch. Dann haben sie Strukturen im Verein, viele Aufsichtsräte, dann all halbes Jahr neue Trainer. Ja, in Hamburg war das jetzt einfach so. Da wird einfach so gemacht, man sagt, der Trainer schafft es oder nicht, ein halbes Jahr später wird er ausgetauscht. Also Kontinuität ist da nicht viel. Und der Druck ist natürlich groß, aber ein anderes Beispiel, der Marcel hat vorher gesagt, ist Gladbach. Nur man muss dann halt sehen, Max Eberl, Lucien Favre, dann die Infrastruktur verändert, dann schlaue Entscheidungen mit Spielerverpflichtungen. Ich habe ja auch darunter zu leiden gehabt mit Max Kruse, was ich dann nach einem Jahr geholt habe. Und dann geht es. Aber es geht natürlich um die handelnde Person. Und halt auch um die Trainer dann auch, die da sind, und die Sportdirektoren. Marcel, was machen Clubs im Vergleich zu diesen Traditionsvereinen wie Augsburg und Mainz besser? Indem sie wissen, was sie wollen, indem sie eine ja, Philosophie ist immer so ein großes Wort, aber so eine Identität haben. Mainz, so sind wir, wir sind ein Provinzclub, und Augsburg sieht das genauso, und dann hast du Leute wie in Mainz den Heidel, und Tuchel war keine einfache Geschichte, der Abgang, und jetzt muss der Däne sich da, der Jüllmann muss sich noch gut zurechtfinden, aber du hast nie das Gefühl, dass dort eine Panik ausbricht und dass man plötzlich alles über Bord wirft, wenn man ein paar Spiele verloren hat, weil das einfach Quatsch wäre, einfach Unfug, und du würdest aus einer schlechten Phase eine Katastrophe, eine sportlich schlimme Phase machen. Dasselbe hast du in Augsburg. Die haben ja, man sieht bloß immer, wo die jetzt so stehen. Die hatten Phasen, da haben die am Stück alles vergeigt, was zu vergeigen war. Aber ich kann nur nicht beurteilen, wie Christian trainiert oder wie Mainz hier trainiert. Ich kann nur die Ergebnisse sehen, wie die Mannschaft auftritt. Aber die tägliche Arbeit. Und wenn die entscheidenden Personen sehen, das ist ein Trainer, der kann seinen Job, der weiß, was er tut, der erreicht die Mannschaft glaubt ihm. Und jetzt haben wir, jetzt stimmen nur die Ergebnisse erstmal nicht. Und wenn wir in Ruhe weitermachen, werden wir nicht Deutscher Meister, aber wir werden Ergebnisse erzielen, die uns in der Liga halten. Das klingt so banal, wie es ist. Es ist aber auch so. In Hamburg, du sagst, die Trainer, die hatten aber auch, oder wenn es die Trainer blieben, dann waren die Sportdirektoren weg. Und so. Das ist ja Wahnsinn. In einer Stadt wie Hamburg, aber früher dachte ich immer, die wechseln ihre Stadionnamen schneller. Mittlerweile sind die Trainer und die Sportdirektoren da weit voraus. Du kannst auch aus einem Traditionsclub einen Trümmerhaufen machen, wie du aus einem Provinzclub ein konstant funktionierendes Gebilde machen kannst. Wenn du klar deine Ansprüche definierst, wenn du plötzlich sagst, so, jetzt müssen wir den Jahrmarkt im Himmel veranstalten, das geht in der Regel nicht so gut. Das spricht eher für den SC, ein äußerst seriös geführter Verein, oder? Den Eindruck hast du dafür, die handelnden Personen sind über Jahre in dem Verein tätig, die kennen ihr Ding. Keiner hat, ich habe so nie das Gefühl, irgendjemand dreht gerade durch, weder in einer negativen Phase wie in einer positiven Phase. Man muss ja nicht den großen Segen hier für den SC Freiburg erteilen, das zeigt die letzten Jahre. Und das ist das, was für den SC Freiburg in dieser Saison auch noch spricht. Du weißt, im Moment hast du doch, also schlechter als Tabellenletzter geht. Soweit ich weiß, von der Tabelle her wird es schwierig, das zu toppen. Aber du hast nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand in Flachatmung verfallen ist. Ich bin in Flachatmung verfallen, als wir am Werten des Sky 90, das letzte Spiel, und als der Birki dann sich nicht auf den Ball wirft. Ich denke, wir sind jetzt in der Nachspielzeit, jetzt passiert wieder was. Und dann macht er das, denkst du, das kann nicht wahr sein. Das ist gekauft. Das ist ja, das kann ja nicht. Das ist ja Irrsinn. Irgendjemand dreht hier einen Film. Das ist ja verrückt.
Aber trotzdem, dann sagst du, so ist das, Mund abputzen, weitermachen. So. Mehr kannst du nicht tun. Das ist nicht die Garantie, dass du, dass alles dann wieder gut wird. Aber mehr kannst du, weniger auch nicht, aber mehr kannst du nicht tun. Weniger kannst du sehr wohl tun, das machen dir die anderen vor. Wie gehst du damit so mit Spieler um? Redest du mit ihm, lässt du ihn in Ruhe nach so einer Geschichte? Ja, also das ist eine spezielle Situation, weil es der Roman Bürgi und Roman Bürgische Torwart. Die Torwart-Situation ist völlig speziell, weil es was anderes ist als Feldspieler. Und wir haben einen hervorragenden Torwarttrainer. Und die Torwarttrainer haben ein extrem enges Verhältnis zu ihren Torhütern, weil es einfach ein völlig eigener Job ist im Fußball. Alle anderen Spiele draußen Fußball. Und dann gibt es einfach die Torwächter, die dieses Gehäuse beschützen. Ja, es ist so. Ja, es ist so. Es ist so, weil sie hat, ich hatte sie nicht auf den Ball geworfen und wir haben ein Tor gekriegt. Wenn vorne oder im Mittelfeld das passiert ist, heißt nicht, dass es ein Tor gibt. Und dann, es gibt keine Position im Fußball, die derartige Drucksituation hat wie der Torhüter. Das ist einfach eine ganz spezielle Geschichte. Deshalb in Ruhe lassen. Klar sein, Torwarttrainer Andreas Kronenberg, mit ihm arbeiten lassen und dann am anderen Tag oder zwei Tage später mal zu ihm sagen, ob alles okay ist. Ich brauche ihm nicht zu erklären, was er da gemacht hat. Ich habe es gewusst, was passiert. Er hat gedacht, es war ein Rückpass. Deshalb hat er den Ball nicht aufgenommen, weil es gibt ja keine andere Erklärung, das habe ich sofort gewusst. Und genau das war der Fall, das hat mir Andreas besprochen. Ruhe bewahre. Aber wir hatten genug andere Spieler, die Stefan Mitrovic gegen Stuttgart spielt, weil zwei, drei Fehlpässe. Du darfst da nicht hingehen und musst fragen, warum spielst du so einen Fehlpass? Ich meine, so war es nicht zu kommen. Es geht darum, welche Balance findet man und dass er nicht kaputt ist für viele Wochen. Aber das heißt ja nicht, dass ich ihn jetzt die ganze Zeit an der Hand rumführe, sondern er muss damit umgehen und dann das miteinander gemeinsam als Mannschaft tragen. Wir hatten schon genug zusammen zu tragen in der Vorrunde. Es war immer ein anderer. Marcel, wir haben jetzt gerade gehört und darüber gesprochen, über seriös geführte Vereine wie Freiburg, Augsburg, Mainz. Bei den Fans sind ja sogenannte Werksclubs wie Leverkusen, Wolfsburg oder von Mäzen unterstützte Vereine wie Hoffenheim und jetzt bald auch RB Leipzig sind gerade die beliebtesten, oder? Ja, aber die qualifizieren sich sportlich, dass die mit anderen Mitteln arbeiten können und ob das fair ist oder nicht. Jedenfalls ist es nicht verboten, es ist nicht illegal. Ich halte auch vieles für heuchlerisch. Also RB Leipzig, wenn man sich da gibt es viele Argumente, die auch dafür sprechen. Wenn man in Leipzig, im ganzen Osten gibt es keinen Erstliga-Club. Wenn man da jemand hinkommt und nicht nur wie eine Heuschrecke was abkassieren will, sondern da ein Jugendzentrum aufbaut und nachhaltig dort bleiben will, erkennbar. Und wenn dann die Fans von 1860 München, also wenn die sagen, wir boykottieren den RB Leipzig, haben aber selber einen vergleichsweise windigen Investor, das ist, dann wird es dann heuchlerisch. Und Leverkusen und Wolfsburg, natürlich sind das Werksvereine mit eigentlich unerschöpflichen Mitteln. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, jetzt müssen wir es irgendwie zwingen, der Fritz, jetzt müssen wir es zwingen, damit wir gegen die irgendwie klarkommen auf Jahre, dann wünsche ich euch alles erdenklich Gute beim Absturz ins Nirvana. Wenn du aber sagst, das sind Clubs, mit denen haben wir nichts zu tun. Das sind die, die diese Meisterschaft da oben der ersten vier spielen werden. Das ist so. Und ob einem das jetzt gefällt oder nicht, das kann jeder für sich selber ausmachen. Die Spieler können am wenigsten dafür, die dann da, genau. Die verdienen dort das Geld, was sie anderswo auch verdienen. Also von daher. Da ist viel
viel Romantik drin, die sollten wir alle versuchen, uns irgendwo zu bewahren, aber ob das im Fußball Sinn macht, Fußball, halte ich für überlegenswert. Christian, bist du sowas wie neidisch auf diese finanziellen, wirtschaftlichen Möglichkeiten dieser Clubs? Da kann man aus dem Vollen schöpfen, den Spieler oder jeden Spieler, den man unbedingt braucht? Nee, das ist eine andere Geschichte. Wir spielen in der gleichen Liga und es sind andere Voraussetzungen. Aber was natürlich uns bewusst sein muss, ist, dass Red Bull Leipzig in die erste Bundesliga will. Mit ihren Mitteln. Und dass Ingolstadt mit dem Sponsor Audi in die erste Bundesliga will. Mit ihren Mitteln. Und dann ist noch Kaiserslautern da und dann ist Düsseldorf da mit der Infrastruktur. Aber von der Infrastruktur her, Stadion und so weiter und vom Fanpotenzial, das habe ich gemeint. Also nochmal als andere Gruppe. So, und deshalb musst du einfach jetzt schauen, dass du nicht hinterherunterfällst. Weil wir reden nämlich nicht über erste Bundesliga, sondern wir reden über die Möglichkeiten erste 25 Vereine in Deutschland. Wir reden nicht über die erste Bundesliga 17 Vereine, wir reden über 25, 27, 28 Vereine. Und genau dort wollen wir bleiben. Es ist nämlich nicht so, wenn wir absteigen würden, dass wir dann unter der ersten zwei oder drei Vereine wären, mit der Möglichkeit von der Infrastruktur. Wir wären vielleicht auf Platz 8, 9 oder 10 oder 11, je nachdem, wie man das einschätzt. So, das ist die Realität. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir immer in der ersten Bundesliga sind, aber sich 27, 28 Vereine dafür bewerben, die diese Möglichkeit haben. Und deshalb musst du einfach der Realität ins Auge schauen. Ich habe das auch nicht so gern gemacht. Viele Jahre. Ich habe gedacht, irgendwie, vielleicht können wir es irgendwie hinkriegen, aber das ist natürlich auf Dauer nicht möglich, das übersteigt auch unsere Kraft. Also meine auf jeden Fall. Marcel? Ja? Wenn man das alles so hört, ist es klar, die Schere, finanzielle Schere, klafft immer weiter auseinander. Ja. In der Bundesliga. Ja, aber nicht nur in der Bundesliga, sondern anderswo genauso. Ich denke, wir können uns. In England ist es ein bisschen schwieriger, weil die Spitze so schlecht ist, ehrlich gesagt. Das ist, weil weder Manchester City kommt. Chelsea, glaube ich, wird der erste englische Club, der sich richtig unter Mourinho, den ich nicht für den sympathischsten Menschen der Welt halte, aber ich glaube, die konsolidieren sich gerade so. Aber ansonsten kannst du in jeder der großen fünf Ligen, kannst du aus zwei Mannschaften den Meister vorhersagen. Und das, damit sind wir schon gesegnet. In der Bundesliga kannst du es aus einer Mannschaft vorhersagen. Du willst mich doch nicht zu einem Bayern-Fanatiker machen. Ich verschließe nur nicht die Augen vor dem, was. Das viele von mir. Ja, nur in München nicht. Das ist schade, ja. Nein, es geht doch nur zu würdigen, was haben die richtig gemacht. Was haben die, als sie Erfolg hatten, irgendwann mal haben sie aus Erfolg gemacht. Das ist schwierig. Borussia Dortmund war mal 97 vor den Bayern. Da haben wir in deren Wohnzimmer die Champions League gewonnen. Und danach waren sie kurz, wenn nicht vier Leute die Hand an der richtigen Stelle heben, waren die insolvent und sperren ab in die vierte Liga. Also man kann sehr viel aus Erfolg falsch machen. Die Bayern haben das alles notorisch richtig gemacht und jetzt sind sie auf der richtigen Seite für ihre Verhältnisse und ihre Ansprüche auf der richtigen Seite der Schere. Du kannst Gift drauf nehmen, dass das Geld, was sie haben, jetzt haben sie Stadion abbezahlt, noch mehr Geld zur Verfügung. Also sie werden sich, selbst mit viel gutem Willen, werden sie sich nicht schwächen. Das heißt also, Vereine wie der SC werden es trotz neuem Status immer schwerer. Na, nicht schwer. Sie werden schwer haben, mit den Bayern mitzuhalten. Sie werden es nicht nur schwer, sondern unmöglich. Sie werden es unmöglich haben, mit Wolfsburg, mit Leverkusen und mit anderen mitzuhalten. Du musst dir deine Gegner in der Liga suchen und das heißt, du musst den viertletzten Platz musst du Minimum erreichen. Und wenn du das als Hauptziel hast, steht dir der Weg offen, glaube ich, bis Platz 10. Sehr viel mehr, dann allerdings fallen Weihnachten und Ostern zusammen. Du hast eine Generation, die plötzlich über die Verhältnisse spielt. Andere helfen dir, spielen nicht andere Clubs. Dann kannst du es schaffen. Das ist die realistische, wenn nicht, geh zum D-Jugendfußball, da gewinnt mal der. Es ist so. Und das auch nicht mehr lange, weil die großen Clubs kaufen jetzt schon 12-Jährige. Also von daher, das ist so. Ihr werdet es nicht schwer haben. Ihr werdet es so haben, wie die Wirklichkeit ist.
Das kannst du als schwer definieren oder als Normalität und der musst du dich stellen. Aber dafür, und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, musst du die Strukturen wenigstens schaffen, dass du wenigstens von den Strukturen her konkurrenzfähig bist. Deswegen sind wir hier, denke ich, heute Abend alle zusammen. Wenn du es aber aus welchen Gründen auch immer nicht schaffst, die möglichen Strukturen so anzupassen, dass du konkurrenzfähig bist mit denen aus deiner Gruppe, dann allerdings, wie gesagt, Freunde, dann viel Spaß, aber das ist ja nicht schlimm, dann dritte Liga ist ja auch ganz schön. Okay. Anderes Thema, neue Regeln. Wir haben jetzt das Freistoßspray akzeptiert. Alle sagen, du hast das sicherlich ironisch das kommentiert, als sie erstmal ihre Dose gesprochen haben. Naja, was ja lustig ist, das sieht ja komisch aus. Nur alle sagen jetzt, die Schiedsrichter selber, es fallen mehr Tore von direkten Freistößen. Und das Gezeter, das Gejammere, das Getue, bis da endlich mal 9 Meter, die dann am Ende immer 7,40 Meter waren, das ist für die abwehrende Mannschaft von mir aus ganz okay. Aber für die, die einen Freistoß kriegt an der Stelle, war das ja immer ekelhaft. Das hast du am Bildschirm zu Hause gesehen, das ist doch kein 9 Meter, das ist doch lachhaft. So. Und wir wollen Tore sehen und wir wollen aufhören, dieses Gezeter mit dem Schiedsrichter um 20 Cm und einer rutscht vor, dann geht wieder einer zurück. Es geht viel schneller. Alle haben gesagt, das wird Zeit kosten. Es geht viel schneller jetzt, bis so ein Freistoß ausgeführt ist. Also halte ich für völlig in Ordnung. Christa, kann man sowas trainieren? Im Training? Was denn trainieren? Weil diese schlecht. Nein! Zum Beispiel die Geschichte mit Hakan Calhanoglu, dass der dann den Ball einfach einen Schritt zurücklegt, weil die anderen können ja nicht über die Linie laufen. Das brauchst du nicht trainieren, das machst du einfach. Ist doch klar, du probierst dir Vorteil zu verschaffen, das ist ja auch jetzt kein Banditentum, sondern ein bisschen da, dann reklamieren die, dann machen die. So ist es gut. Es war gut mit dem, du kriegst es nicht anders hin, die Spieler bleiben hinter der Linie und die Sache ist erledigt. Es war richtig. Ja. Und jetzt kommt die Torlinientechnik. Ist es auch richtig? Ab der nächsten Saison. Ja, es geht immer, natürlich, wir sind im Profifußball, dann ist die Frage, wo hört es auf? Dritte Liga, vierte Liga, wo geht es nicht mehr finanziell? Das ist schwierig. Aber ich kann mich da, ich sage, für mich ist es okay ohne Torlinientechnik, für mich ist es okay mit Torlinientechnik. Ich konnte mich nicht entscheiden für mich selber und das sage ich ganz ehrlich. Es gibt so viele Argumente dafür und es gibt einige Argumente dagegen. Marcel, was machen wir Fußballromantiker? Wir können am Arbeitsplatz immer diskutieren, auch am Stammtisch. Das ist ein Totschlagargument. Das ist, also, worüber ich nicht diskutieren möchte, ist, ob es Tor war oder nicht. Alles andere. Sollte das aber die Einstiegsdroge sein, dann habe ich ein Problem. Dann wird es ein Videospiel und dann habe ich schon genug zu tun mit meinen Söhnen, dass sie das Ding endlich mal weglegen. Wenn es um Tor oder Nicht-Tor geht, das ist die alles entscheidende Frage bei dem Spiel. Und wenn wir da die Möglichkeit haben, das zu entscheiden, bin ich dafür. Alles andere möchte ich nicht haben, denn dann haben wir immer noch genug zu diskutieren. Tor oder Nicht-Tor, muss ich dir ehrlich sagen, ist mir zu wichtig im Fußball. Wenn man das heutzutage klären kann, und wenn das Ding gesichert ist. Weißt du, die Diskussion nach dem Hoffenheim-Leverkusen-Spiel mit dem Kießling, ja, das hat keinem wirklich geholfen. Weder dem Brüch, der dann trotzdem zur WM gefahren ist, das hätte den die WM kosten können, den Schiedsrichter, dem Kießling, der, gut, lass uns nicht psychologisch untersuchen, wie es wirklich war. Jedenfalls hatte der ein ganz, ganz schlimmes Jahr danach. Das ganz, ganz schlimm. So, und wenn das Spiel nicht so klar gewesen wäre, dann hätte das noch mehr Probleme gebracht. Also insofern, lass uns Tor oder nicht Tor, wenn man das lösen kann, okay, aber danach ist es wirklich gut. Also bist du gegen Sepp Blatter und gegen den Videobeweis, den er jetzt einführen will? Zu 1000%. Weil dann kriegen wir, und dann wird es immer gesagt, in Amerika geht es doch auch. Guckt euch jetzt zur Zeit, ist gerade kurz vor Super Bowl-Finale, das ist eine völlig andere Sportart, mit ganz natürlichen Brüchen. Der Fußball ist am schönsten, wenn man den Schiedsrichter nie sieht und wenn das Spiel am Stück läuft. Wenn man sich nicht alle 2 Minuten oder alle 20 Sekunden auf die Hölzer haut und wieder eine Unterbrechung, wieder, das will ich zum Angucken manchmal. Wenn das Spiel läuft, so, und wann willst du dann, gehst du 2-mal hin, der andere geht 2-mal hin, das sind Unterbrechungen, das widerspricht dem Geist des Spiels. Würde das nicht aber gefallen. Herr Blatter, möge
Möglichkeit, Sie haben zweimal pro Halbzeit. Angeblich soll es innerhalb von 15 Sekunden entschieden sein. Angeblich. Ich finde, so wenig wie möglich verändern und so viel wie nötig einfach. Also natürlich heißt dann Videobeweis, da kann man das nur nachweisen, aber ich müsste erst mal mich ausführlich damit befassen und dann könnte ich mir ein Urteil bilden. Aber ich meine schon, dass man das Wesentliche am Spiel so belassen soll. Ich kann dir garantieren, dass ich pro Spiel, pro Samstag zwei Situationen habe, wo wir eine Zeitlupe haben und noch eine Zeitlupe und noch eine Zeitlupe und ich mich dann festgelegt habe und nur bei meiner Meinung bleibe, weil ich Altersstuhlheit auslebe. Aber der Beleg, dass das wirklich bewiesen ist, auch bei der dritten Zeitlupe aus der vierten Perspektive, funktioniert nicht. Also von daher die Sicherheit, wenn wir nicht haben. Und wie wäre es denn mit einer Auszeit? Also eine Schiedsrichter, eine Trainerauszeit? Ich würde sagen, nein. Eine andere Situation, der Schiri Boss Vandel hat ja jetzt wieder den Platzverweis auf Zeit ins Spiel gebracht, den es schon mal gab bei den Amateuren und auch in der Jugend. Hast du schon Erfahrung damit gemacht? Ja, ich habe schon Erfahrung gemacht, ich habe selber schon Erfahrung damit gemacht. Ja. Ich finde es eigentlich ganz gut geregelt, was ich gut finde, ist mit der gelb-roten Karte, mit dem einen Spiel. Natürlich ist es so, dass wenn in der 20. Minute einer runtergeht, die Schiedsrichter müssen verantwortungsbewusst und nüchtern damit umgehen. Aber in der Bundesliga, finde ich, wird es zu ganz, ganz großen Teilen gemacht. Also das muss man einfach sagen, dass die Schiedsrichter schon sehr, sehr gut sind und sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Und ich finde es okay so mit gelb-rot und mit rot. Anderes Thema, Marcel. Fußball-Weltmeisterschaft. Brasilien war ja mehr oder minder ein voller Erfolg, nicht nur wegen Titelgewinn, sondern auch sportlich fußballerisch. Jetzt kommt 2018 Russland und dann natürlich noch der Höhepunkt 2022 Katar. Überlegt, ob es irgendein neues Argument geben könnte, aber ich finde kein neues. Alles pro oder dagegen? Pro oder gegen, alles ist gesagt und es ist völlig unmöglich. Jetzt reden wir nur über Karte. Russland wird sicher eine politische Problematik werden. Und da muss der Sport gucken, wo er sich findet. Siehe jetzt plötzlich dann so eine schnell aufgesetzte Diskussion um das Saudi-Arabien-Spiel von den Bayern. Dann geht es dann, die Politiker sind dann ganz schnell. Und dann haben irgendwann gerade ausgerechnet, zu Recht, dass die deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien sind etwa 1,2 Milliarden im Jahr. Also dann versucht man sich den Sport schnell zu schnappen, um ein bisschen Polemik abzusondern. Das wird beim Thema Russland, wenn wir das sicher haben, wenn es dann näher 18 geht, wird das lauter werden. Katar ist eine Idiotie hoch 4. Also das ist doch Wahnsinn. Wenn wir zu dritt jetzt gesessen hätten, abends mal, hätten uns so nach dem 6., 7. Bier, wahlweise Rotwein, gesagt, pass auf, jetzt machen wir mal, wo machen wir die Weltmeisterschaft 2022. Ich will aber was Verrücktes hören. So, dann wäre uns manches eingefallen, wenn einer Katar gesagt hätte im Sommer, hätte man gesagt, ja so verrückt, jetzt haben wir auch viele. So macht es ja keinen Spaß. Die Wirtschaft ist nicht gut. Es lässt sich nicht lösen. Sie können machen, was sie wollen. Jetzt hat einer gesagt, also wir müssen im Mai können wir spielen. Dann haben sie festgestellt, dass wenn du bis zum 28. Mai waren es 25 Grad, aber drei Tage später waren es schon 45 Grad wieder. So, jetzt die Stadien kann man runterkühlen. Die Kataris können ja alles machen. Die können den Rasen runterkühlen, das Stadion runterkühlen, alles. Nur die Welt ist halt außerhalb vom Stadion, geht die ja weiter. Plus, wer braucht in Katar 12 WM-Stadien? Die haben jetzt, glaube ich, zwei oder wie wir sie haben, mit 15 zahlenden Zuschauern in ihrer Liga. Das ist doch Irrsinn. Damit hilfst du doch nicht. Damit bringst du auch den Fußball nicht groß auf irgendeine Größe auf die Landkarte. Das ist ausgemachter Schwachsinn. Und jetzt beschäftigen sich seit zwei Jahren Menschen damit, wie können wir diesen Schwachsinn zu einem 80-prozentigen Schwachsinn machen. Besser wird es nicht werden. Und das ist mir zu hoch. Also das ist mir. Deshalb ähnlicher Unsinn ist doch auch jetzt die aufgeblähte Europameisterschaft. Und auch diese EM-Qualifikationsspiel beispielsweise gegen Gibraltar.
Ja, die Problematik ist natürlich insgesamt im Fußball, dass immer danach geschaut wird, wie du nochmal mehr Spiele machen kannst, nochmal mehr vermarkten kannst. Wenn dann irgendwann mal 2 Wochen Pause sind, ob du da noch eine Clubweltmeisterschaft reinkriegst. Ich glaube, das ist nicht gut. Natürlich ist es so, wenn du eine Europameisterschaft machst, versuchst du es teilweise dann größer zu machen, dass du auch kleinere Länder reinkriegst, weil da ja auch Interessen sind, sportpolitisch zum Beispiel. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich finde, dass es Unterbrechungen geben sollte, auch für die Spieler. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass diese Winterpause, so wie sie jetzt ist bei uns, dass die bleiben muss. Ich bin auch dafür, dass eine Sommerpause da ist, weil ich diese Unterbrechung 2-mal im Jahr als für wichtig erachte. Und man muss Rücksicht nehmen auch auf die Spieler. Und ich glaube auch, es wird wahnsinnig viel Fußball vermarktet. Und bis jetzt ist es immer mehr geworden und mehr geworden. Aber also irgendwo ist dann auch eine Grenze, dass die Leute dann irgendwann kommt zu einer Übersättigung, aus meiner Sicht. Und du kannst nicht immer nur alles auspressen. Ich finde, man muss Unterbrechungen haben. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, okay. Aber nicht so wie im Eishockey jedes Jahr eine Weltmeisterschaft. Sowas, das halte ich für nicht richtig. Okay. Marcel, wie legst du denn deinen Kommentar an, wenn du, es gibt es Unterschiede zwischen einem Bundesligaspiel oder einem Champions League-Spiel, zum Beispiel Bayern gegen Real oder Bayern gegen Dortmund? Ist das ein Unterschied für dich? Ich habe mir zwar immer gesagt, ein Spiel ist wie jedes andere und habe festgestellt, wenn es dann Champions League-Finale ist, setzt man sich irgendwie doch anders gerade hin. Das muss ich zugeben, aber das ist halt so. Und das andere wird, du hast ja ungefähr eine Vorstellung, wer dir zuguckt. Also das Spiel Freiburg-Hoffenheim, weiß ich, da guckt mir eine bestimmte Klientel zu, die entweder sind das wild gewordene Ultra-Fans, die das gucken von der einen oder anderen Seite, da muss ich gar nichts sagen, die gucken sich ihr eigenes Spiel an. Und ansonsten ist das ein eher fachkundigeres Publikum. Wenn es Champions League ist, Gruppenphase, dann guckt ein anderes Publikum, größeres Publikum zu, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr erklären. Und wenn es dann Bayern Real ist, musst du wieder anders angehen. Es ist am Ende ist es doch nur Fußball, aber mit Nuancen ist es sicher intensiver. Oder schau, wenn ich ein Spiel habe, Dortmund gegen Bayern, da kann ich mich um 3 Uhr nachts wecken, da werde ich so viel nicht nachlesen müssen. Dann gucken, wer ist aktuell, wer ist verletzt, aber der Rest habe ich 5-mal gesehen jeden in der Saison. Aber wenn dann so ein jetzt Juventus Turin gegen Dortmund mache ich als erstes Champions League Spiel in der Rückrunde. Turin, wann habe ich die gesehen? Vor Jahren, da waren die noch richtig gut. Und jetzt muss man gucken, wie gut sind die, muss ich mich ganz anders damit beschäftigen, muss mir die angucken. Italienischer Fußball ist ja so in die Tiefe gegangen, das muss man sich anders angucken. Wie gehst du denn mit Kritik um? Du bist ja nicht ganz unumstritten bei vielen Fans. Nehme nur die positive. Nein, wenn es Kritik ist, Kritik heißt, auf Fehler hingewiesen werden oder auf vermeintliche Fehler von mir aus. Aber Kritik ist nicht, wenn jemand auf einen Button drückt und Daumen hoch oder runter zeigt. Damit kann ich nichts anfangen und damit beschäftige ich mich auch nicht. Das interessiert mich auch nicht, das können noch so viele sein. Das ist für mich keine Auseinandersetzung mit etwas. Das akzeptiere ich nicht als Kommunikation. Ansonsten, wenn jemand mich mit Recht kritisiert, ärgere ich mich am meisten. Das Gute an der Geschichte ist, dass ich in der Regel meine Fehler mir am Abend selber nochmal im Kopf vorspiele. Das gelingt nicht immer, weil man möchte gern unfehlbar sein, aber das wollen wir, glaube ich, alle. Lehrt aber, dass es nicht so einfach ist. Nein, Kritik gehört zu dem Job dazu, aber es muss eine sachliche, vernünftige Kritik sein. Dann muss und will ich damit umgehen und werde ich damit umgehen. Aber irgendwelche sozialen Daumen auf, Daumen runter. Gefällt mir nicht. Ja, das bringe ich einem
mittelmäßig begabten Schimpansen in 2 Tagen bei. Christa, wie schaust du denn zu Hause Fußball an? Als ehemaliger Profi, als Trainer, als Fan, mit und ohne Kommentar? Ja, vor allem ein bisschen. Manchmal schaue ich, es ist ja so, wir haben normalerweise, wenn wir im Büro sind und wir schauen die Bundesligaspiele an, haben wir ein Bild, was die Leute zu Hause im Fernsehen nicht haben. Wir sehen alle Feldspieler, der Torwart manchmal nicht, aber wir müssen nicht die Feldspieler sehen, sind alle 20 Spieler, Feldspieler, und schauen da von oben runter. Und dann können wir alles betrachten, können das schneiden und alles machen. Und am Mittwoch bei der Champions League ist es nicht so. Und deshalb fehlt ja schon viele Informationen von dem, was da passiert, Laufwege und so weiter. Und dazu bin ich Mittwochabend, wenn ich Champions League schaue, meistens sehr müde. Und es ist 9:15 und dann hocke ich auf dem Sofa, wie jeder andere auch, und schaue mir das Spiel an. Natürlich ist es so, dass ich so viele Spiele gesehen habe, dass ich dann oft Situationen erkenne vom Spieler, ohne dass ich jetzt zum Beispiel jetzt den oberen Teil vom Körper sehen müsste, weil ich die Bewegungsabläufe von unten erkenne, welcher Spieler das ist. Das ist jetzt nicht bei jedem so, aber die Leute müssen ja auch arbeiten gehen. Also ich meine, die können ja nicht die ganze Zeit Fußball schauen, ich schaue den ganzen Tag Fußball. Ah ja. Und aber ich habe immer natürlich auch so diesen Blick drauf, was macht jetzt, man sagt jetzt Juve, wenn ich dann Juve anschaue, das, was ich erkennen kann dann auf dem Bildschirm, auch wenn da nur 10 Spieler sind, schaue ich natürlich immer nach der Taktik. Das ist aber automatisch, da denke ich nicht drüber nach. Und du schaust Verhalten von einzelnen Spielern und so, aber trotzdem ist es auch nicht ganz professionell, so wie am tagsüber. Und du, Marcel, wenn du zu Hause Fußball schaust, beispielsweise leider das WM-Spiel, eines der ersten, die einzige WM, wo du schon seit 100 Jahren nicht mehr warst, fast 100 Jahren. Schimpfst du dann über den Kollegen, der am Mikrofon sitzt? Nein. Stellst du den Ton ab und sagst, komm, das kann ich mir gar nicht antun? Nein. Oder bist du einfach nur ein Fan, der sitzt dort, freut sich über ein gutes Spiel? Ich freue mich über ein gutes Spiel. Also das ist das Erste, weil das wird mich unterhalten. Bei einem WM-Finale Deutschland bin ich Fan der deutschen Mannschaft. Die handelnde Person, Bela Ritti, war mein Assistent über 5 Jahre bei dem ZDF. Und den Tom Bartels habe ich zu RTL geholt, aber dass ich Sportchef war, also eng befreundet. Von daher, allein deshalb schon schimpfe ich nicht. Oder ich schimpfe doch, wenn ich ehrlich bin, schimpfe ich über irgendetwas, wo ich sage, das musst du aber anders sehen, das kann nicht wahr sein. Dann schimpfe ich lauter für mich selber als vielleicht bei anderen. Ansonsten gucke ich Spiele gar nicht so furchtbar viele, weil ich gar nicht die Zeit habe. Wenn Champions League läuft, kommentiere ich. Und wenn Bundesliga gespielt wird, kommentiere ich auch. Die freie Zeit dann nutze ich, wenn ich wirklich was sehen will. Also italienische Liga, Juventus Turin, werde ich mir jetzt irgendwann mal angucken, das ganze Spiel, weil ich die sehen möchte. Was spielt die Dreierkette, die berühmte italienische jetzt, die jetzt plötzlich wieder so modern wird überall. Oder spielst du es nicht? Und also auch taktische Dinge. Aber ansonsten, Kommentatoren, Kollegen höre ich nur, wenn ich muss. Also wenn man mir sagt, bitte, Kollege aus meinem eigenen Haus, hör dir das mal an, bitte. Und ansonsten höre ich da nicht so furchtbar hin und guck. Und ich neige, wie meine Söhne sagen, zu einem verfrühten Einschlafen. Thema Statistik. Es gibt ja jede Menge Statistiken jetzt inzwischen beim Spielen. Benutzt ihr die? Zum Beispiel ich? Ja, 4. Ecke von Rest, 11. Kopfball in der 2. Halbzeit. Wir kriegen vor Spielen kriegen wir eine Mappe, in der sind viele statistische Daten drin, von Opta und diese, die hier glaube ich auch diese Firmen, die uns dieses zuliefern. Und dann geht es darum zu filtern, was ist davon für mich wichtig. Christian muss einem Spieler notfalls, wenn er den nicht hören will, muss er es ihm zeigen anhand der statistischen Werte. Guck, sind die anfällig für Ecken, sind die anfällig bei Standardsituationen, warum, sind sie klein, sind die großgewachsenen Spieler verletzt, muss ja Gründe haben für irgendwas. Oder bauen die in der letzten Viertelstunde regelmäßig, kriegen sie Tore, woran liegt das, ist das Pech oder trainieren sie einfach nur schlecht und sind körperlich nicht fit oder sowas. Also das sind so Dinge, da ist Statistik sinnhaft. Ich kann es mir noch mehr leisten zu sagen, Statistik
ist erstens dazu da, dass man sie widerlegt und B, man muss die Statistiken so lange fälschen, bis sie dann stimmen, um einen zu bestätigen. Also ich entscheide, wie viel ich davon verwenden kann. Und wir haben auch in der Regel bei den Topspielen Statistiker neben dran sitzen, der gibt dann etwas rüber zu meinem Assistenten und der hat schon inzwischen die Schere auch im Kopf. Der weiß, was ich sagen werde. Nee, meine. Also ob der das erste Tor im dritten Jahrhundert vor Christus oder dann, das hilft niemandem. Christian, aber für Trainer sind natürlich Statistiken doch relativ wichtig nach dem Spiel. 80% Ballbesitz, so und so viel Zweikämpfe gewonnen. Fließt es denn ein in die Trainingsarbeit dann, dass man sagt, okay, so, das haben wir, da haben wir viel Ballverluste gehabt zum Beispiel? Nee, du siehst, es ist so, also die Statistik wird erstellt von Leuten, die da sitzen und einen Zweikampf bewerten. Das muss man ja wissen. Das heißt, wenn ich dann ein Spiel anschaue und ich schaue es mir zweimal an, also zweimal auf Video in der Regel und vorher habe ich es live gesehen, habe ich es dreimal gesehen, dann wäre es nicht schlecht, wenn ich es besser beurteilen könnte, als jemand, der dann da sitzt und da drauf drückt, gewonnener Zweikampf und verlorener Zweikampf. Statistik ist für mich insofern interessant, zum Beispiel am Ende einer Saison, wenn ich sage, dieser Spieler so, das so, das so, wir reden ja nach jedem Spiel über die einzelnen Spieler, über Situationen, wir schauen alle das Video mehrmals an, halten an, schneiden zusammen, um den Jungs das zu zeigen. Und wenn dann eine Statistik am Ende der Saison kommt, oder in der Winterpause, und 95% dessen, der Überzeugung von mir habe, ist in dieser Statistik deckungsgleich, dann können wir mit der Statistik was anfangen. Also mir selber selbstverständlich beurteile ein Spiel und lasse nicht das Spiel beurteilen von irgendwelchen Leuten, mit allem Respekt vor den Leuten, die das statistisch erstellen, aber ich weiß, wann der Spieler für uns einen Zweikampf vorne hat oder wann er ihn verloren hat. Und ich beurteile es, wann er als gewonnen geht oder als verloren und jetzt nicht der Statistiker, der mir das sagt. Sonst wäre ja, müsste er dann Trainer sein. Ja. Christian, du bist seit 2011 Trainer beim SC und auf der Popularitätsleiter ziemlich schnell nach oben geschossen, gestiegen. Bei Trainer des Jahres immer ganz vorne gewesen. Cool-Trainer und so weiter. Aber dann gab es auch ein bisschen Gegenwind. Bist du dünnhäutiger geworden? Kritischer den Medien gegenüber? Ich war immer kritisch den Medien gegenüber. Aber nur kritisch. Ein erwachsener Mensch oder auch keiner, man sollte eigentlich grundsätzlich kritisch sein. Ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Es war ja nicht so, dass ich vorher in einer Blase gelebt habe und wurde dann Bundesliga-Trainer. Ich bin seit 20 Jahren in dem Verein tätig, ich arbeite hier. Ich habe die ganze Ära von Volker Finke, Achim Stocker und alle mitbekommen. Ich war nah am Profifußball, Robin Dutka, ich habe mit Robin Dutka gearbeitet. Also das ist ja, sind ja die Dinge, die ewig weit weg sind. Ich habe gewusst, was kommt. Ich habe mir das überlegt. Ich habe erst gesagt, ich will es eigentlich nicht, weil ich nicht eine öffentliche Person in diesem Maße sein wollte, weil ich da auch gewisse Angst davor hatte und Respekt. Ich habe dann gesagt, ich mache es doch, weil offensichtlich die Notwendigkeit war. Und jetzt bin ich da drin. Ich bin von ganz wenigen Dingen überrascht. Ich bin sehr erfreut, dass ich so wenig, so extrem wenig Böses erlebt habe unter der Gürtellinie. Ich habe gedacht, das wird mehr, aber da in dieser Stadt ist es ja auch ein bisschen anders. Und mir hatte ja auch nicht nur Misserfolg. Und für ganz viele Dinge, mit denen befasse ich mich nicht. Ich lese die Zeitung schon immer, so bin ich erzogen worden, aber ich muss nicht jede Zeitung lesen und ich muss nicht alles lesen. Und das tue ich auch nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, man wird diffamiert oder man wird bewusst in eine Ecke gestellt, dann muss ich das nicht lesen. Und der Bekanntenkreis, den ich habe, das können Sie mir glauben, der liest diese Sache dann auch nicht. Von dem her bin ich relativ geschützt. Und versuche, meine Dinge ordentlich zu machen und nicht natürlich zu denken, du bist jetzt was ganz Besonderes, weil sie dich in Hamburg
irgendwie erkennen. Sie erkennen dich in Hamburg halt aus einem Grund. Du kommst halt jede Woche, weil du Bundesliga-Trainer bist, im Fernsehen. Das ist der einzige Grund, deshalb erkennen sie dich. Und so damit umgehen, dann geht's. Marcel, viele denken ja, der FC Bayern wäre dein Lieblingsclub. Aber das stimmt nicht. Dein Lieblingsclub, den du im Herzen hast, der spielt in der zweiten Liga, oder? Schon lang und wenn nicht alles täuscht, noch ein bisschen. Kaiserslautern ist. Damit kann man sich überall sehen lassen. Da kriegst du nur so Mitleid ist zu viel, aber so begütigendes Schulterklopfen. Er ist ein großer Traditionsclub, der immer die Auswahl verpasst hat. Jetzt, und das ist ja das Schlimme, die dann in dem Treibsand der zweiten Liga stecken. Erstmal so als verkappter Erstligist, wir sind eigentlich so gut wie die zweite Liga, dann ist das erste Jahr vorbei, das zweite Jahr vorbei, dann fängst du an zu kaufen, zu verkaufen in der Panik und kriegst keine vernünftige Linie da rein und jetzt steckst du da, wo du bist. Du hast ja Fußball gespielt, auch beim FCK der Jugend. Tja. Aber kein gefürchteter Torjäger, oder? Nein, ich war ein Libero der alten Schule damals noch. Der Werner Fuchs, der dann leider viel zu früh gestorben ist, der Trainer bei Aachen war mein Vorstopper, der war so groß wie du ungefähr. Und immer wenn eine hohe Bälle kam, war ich der Libero, ich war der Spieleröffner. Weißt? Das, was man heute so sucht. Aber die Kopfbälle, ich sag Werner, und dann musste der hochgehen und die Kopfbälle weg. Schmutzarbeit war nicht so mein Ding. Und wenn ich das alles gekonnt hätte, wäre ich ein ganz großer Fußballspieler geworden. Sehr gut. Ich sag fast ein ganz tolles Schlusswort, noch eines. Gestern, wenn der SC am 23. Mai in Hannover den Klassenhalt geschafft hat, wäre das auch ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk von der Mannschaft, neben einem guten Buch wohlgemerkt, denn du wirst ja wenige Tage später 50. Das ist noch weit entfernt. Ja, war es jetzt der Geburtstag oder nicht? Da machen wir keine Gedanken. Also was ganz schön ist an meinem Geburtstag in der Regel, ist immer so, da haben wir frei. Genau. Da bin ich eben nur ganz anders. Und, nein. Entscheidend ist nicht mein Geburtstag, sondern entscheidend ist, dass wir am 23. Mai, ich habe es jetzt gar nicht gewusst, Datum, in Hannover das schaffe, wofür ich jetzt probiere, jeden Tag zu arbeiten. Das ist mir wesentlich wichtiger als mein Geburtstag. Und das wäre aber das schönste Geschenk natürlich. Und des SC. Ich hätte einen Vorschlag. Oder einen Vorschlag. Wolltet ihr das heute schon gebaut haben? Hier? Marcel, du könntest doch das Eröffnungsspiel dann im neuen Stadion kommentieren. Allerdings würde ich vorschlagen, ohne Gage. Der SC Freiburg ist ja nicht der FC Bayern. Weil du davon ausgehst, dass der FC Bayern nicht meine Gage zahlt. Das wüsste ich. Nein, die kassieren eher von uns. Nein, wir werden dann schon sicher Möglichkeiten, Fritz, oder finden, wie man hier nicht mit leerem Magen aus dem Stadion geht. So, ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir eine kleine Fragerunde machen. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie warten, Sie sind Kollegen da mit Mikrofon. Und dann würde ich Sie bitten, doch Ihren Namen zu sagen, wo Sie herkommen, wenn Sie eine Frage haben. Bitte schön, Feuer frei. Aber logistisch. Feuer frei. Herr Streich, ich bin Fridolin, ich bin Student in Freiburg, ich komme aus Potsdam. Ich würde fragen, Sie haben gesagt, dass Sie in den letzten Jahren auch Vorteile hatten mit dem SC Freiburg gegenüber anderen Bundesliga-Clubs. Und ich wollte fragen, ob Sie da eher taktischer Natur die Vorteile meinen. Und wenn Sie jetzt heutzutage sich weiter Vorteile verschaffen wollen, schauen Sie sich da auch verschiedene taktische Züge ab und von anderen Teams und vor allem von welchen Trainern Sie sich da versuchen, was abzuschauen. Ja, ich habe es gemeint im taktischen Bereich und zum Beispiel im Ausbildungsbereich, dass wir nur ein Beispiel,
schon wirklich vor 15 Jahren haben wir unsere Innenverteidiger so ausgebildet, dass sie die Spieleröffner waren. Und wir versucht haben, dort schon konstruktiv nach vorne zu spielen. Das sage ich jetzt nicht so, das ist wirklich so. Und das wird jetzt natürlich, ist die Regel. Das habe ich gemeint. Von Trainer, andere Trainer hinschaue, leider kann man nicht hospitieren, wenn man ständig im Beruf ist und bei seinem eigenen Verein. Aber man kann bei den Spielen schauen und das tut man natürlich ständig, aber das tun, glaube ich, alle anderen auch. Ich glaube schon, dass sich das auch nochmal insofern verändert hat. Es ist nicht so, dass die Trainer besser geworden sind heutzutage. Es gab auch vor Ende 20er, 30er, 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts außergewöhnliche Trainer. Man musste immer aufpassen, dass man denkt, man ist jetzt besonders intelligent in der jetzigen Zeit. Das ist nicht so. Aber es sind viel mehr Menschen, die von dem Beruf leben können und deshalb die Zeit nutzen können, den ganzen Tag in dem Bereich zu arbeiten. Und da kommen sehr viele spannende Leute aus den verschiedensten Bereichen, von Universitäten, von da, die sich für Fußball interessieren. Und das hat sich verändert. Aber so sind wir ständig am Schauen. Und wenn ich dann ein Bundesligaspiel anschaue auf der Tribüne, oder jetzt mal war ich in Basel, zwei, dreimal bei der Champions League, dann schaut man sich ganz, ganz genau hin, was da passiert, weil man dann die Möglichkeit hat, im Stadion zu schauen. Ja, ich heiße Daniel, bin 21, wohne im Stühlinger, bin mit dem SC Freiburg aufgewachsen, sozialisiert. Jetzt die Stadionfrage kam vielleicht jetzt doch ein bisschen zu kurz, meiner Ansicht nach. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal einen Begriff rausnehmen und der heißt Wettbewerbsfähigkeit. Das haben Sie vorhin mal ein bisschen angeschnitten. Ich finde, das könnte man jetzt einfach auch ein bisschen präzisieren, wenn man jetzt einfach den alten Standort mal vergleicht mit dem geplanten neuen Standort. Auch vielleicht, was es in Zahlen bedeutet. Was erschließen sich für Möglichkeiten jetzt auch finanziell dem SC Freiburg? Das wäre die Frage. Das kann ich Ihnen im Detail so nicht sagen, weil ich einfach mich damit nicht im Speziellen ständig befasse oder kann sagen, jetzt, nächstes Jahr sind es 3 Millionen mehr, dann sind es 4 Millionen mehr. Nein, man ist einfach in einer Konkurrenzsituation mit anderen Vereinen. Man hat ein Stadion, wo es zum Beispiel keine Businessräume gibt für Firmen als Beispiel. Und wenn man natürlich weiß, dass in diese Räume enorm viel Geld gezahlt wird, damit diese Räume genutzt werden können, die wir nicht zur Verfügung haben, dann fällt da natürlich schon mal viel Geld weg. Das ist ein Beispiel. Aber ins Detail kann ich Ihnen da nicht gehen. Es geht einfach darum, du brauchst in der jetzigen Zeit eine andere Form von Dienstleistung des Vereins für den zahlenden Kunde. Das ist einfach ein Standard. Und du musst diesem Standard, der in Deutschland herrscht, musst du einfach Folge leisten. Sonst kannst du... Sonst werden die Leute nicht in dem Maße bei dir bleiben. Sonst werden sie andere Dinge wahrnehmen. Und wir sind auch in einer Konkurrenzsituation. Basel ist nicht weit. Nur ein Beispiel, Sie sind jetzt SC Freiburg-Fan, wohne hier. Basel ist nicht weit, ich komme von der Grenze. Wir sind da in einer völligen Konkurrenzsituation mit dem FC Basel. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Stadion waren beim FC Basel. Wenn Sie schon mal waren, dann wissen Sie, wie Sie sehen auf allen Plätzen. Ein Beispiel, Gästeblock. Bei uns, der Gästeblock. Ich war mal drin, im Gästeblock. Das ist nicht sonderlich gastfreundlich. In Bezug auf das, was wir den Leuten bieten. Das geht einfach nicht auf Dauer. Du kannst da nicht, du hast da keine gute Sicht, du siehst da nicht richtig, du bist total beengt, du bist im Eck abgeschoben. Das geht nicht. Aber ich kann Ihnen nicht konkret jetzt Zahlen sagen. Hier im Saal Fritz Keller, können wir bitte das Mikro geben? Der kann da sehr gut drauf antworten. Also, danke für die tolle Frage. Und darum geht es letztendlich. Es geht beim neuen Stadion um zwei Dinge. Erstens, dass wir überhaupt eine Lizenz kriegen. Weil wenn wir keine Lizenz mehr kriegen in der ersten und zweiten Bundesliga, dann können wir halt nur noch in der dritten spielen. Und ich finde, das wäre schade. Und zweitens,
Wenn man es jetzt mal in der Tabellensituation angucken wird, dann sehen wir im Moment, was die Stadion-Einnahmen angeht, von anderen Bundesligisten auf dem 17. Platz. Und da ist Paderborn, der noch eine schwierigere Situation hat. Und wir müssen ein Umfeld schaffen, das, was heute Abend auch vorher schon gesprochen worden ist, wo wir mindestens, was die Stadioneinnahmen angeht, auf den 12., 11. Platz hinkommen. Und dadurch können wir auch garantieren, dass wir nicht jedes Jahr Spieler verkaufen müssen, sondern dass der eine oder andere Spieler ein Jahr länger bei uns bleibt. Und darum geht es. Also das kann man jetzt nicht in Wort und Zahlen, aber ich will noch was sagen. Es geht beim neuen Stadion nicht nur um die VIP-Plätze, es geht auch um Behindertenplätze, es geht um vieles anderes mehr, es geht um Leute, die jahrelang gestanden sind, die in einem Alter gekommen sind, die preiswerte Sitzplätze brauchen. Wir haben keinen anständigen Familienblock, aber selbstverständlich sind wir mit dem Stadion da nicht mehr wirtschaftsfähig. Und die anderen nehmen, also sind, wenn man es mal in so Kadasters anguckt, dann sind wir im letzten Drittel und sind da um die 3,5 bis 4 Millionen im Jahr unter dem Durchschnitt der letzten vier Mannschaften. Danke, der Frage. Mein Name ist Kurt Lich, ich komme aus Bremgarten und es ist hier das Stadion. Und jetzt am nächsten Sonntag, ich glaube, der 1. Februar, und dann ist die Abstimmung in Freiburg. Wir haben heute in Deutschland immer die Alternative. Da habe ich mir auch mal Frage, wenn es jetzt mit der Abstimmung in die Hose geht, man weiß nicht, wo es hinfällt, was hat man dann für eine Alternative für ein neues Stadion oder für eine andere Stille? Vielen Dank. Also ich will es mal so sagen, wir sind jetzt seit 6, 7 Jahren in Gesprächen und über die besten Standorte, über das, wo wir am besten wirtschaften können, über den Standort, wo wir auch bezahlen können, wir bezahlen das Stadion ja selber, hingegen aller anderen Meinungen, es wird nur die Infrastruktur bezahlt von der Kommune, da sind wir sehr dankbar. Aber wenn Sie aus Bremgarten kommen, dann weiß ich schon, auf was dass ich hinaus wollte. Ich sage Ihnen eins, wir haben an dem Standort, wo wir haben, wenn wir sonst einen Standort haben, wo die Straßenbahn hinfährt, wo die S-Bahn hinfährt und wo wir Freiburger oder die Freiburger von daheim mit dem Fahrrad hinfahren können oder mit dem oder hinlaufen können, dann ist das der einzige Standort. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, dass wir dieses Stadion hier genehmigt kriegen und dass wir dieses Stadion bei der Wahl durchkriegen. Und darum bitte ich alle. Bremgarten, das Stadion wurde. Also da trinke ich höchstens Gutedel. Das ist vielleicht was anderes wie am Kaiserstuhl. Aber wenn man ein Stadion will, gerade jetzt im Süden und man wird ja auch ein Ding hinmachen, das Trainingszentrum. Und wenn Sie jetzt nach Gaschau in Bayern, München, da ist das Trainingszentrum in Grünwald. Und da haben sie 13 Kilometer ans neue Stadion hin, Allianz Arena. Und wenn sie da runter gehen jetzt, in das Stadion runter, an der Mooswaldallee, und ich komme jetzt mal immer nach Freiburg und muss mal durch die Mooswaldallee durchfahren, und dann komme ich an der Ikea vorbei, und dann habe ich von den LKWs den Gestank, wenn ich bei Ikea einkaufen möchte. Und dann möchte ich mal fragen, wie sich das bewerkstelligen würde. Mit dem Training, mit der Kondition, mit der Kondition, wenn die Vereine ja irgendwo hingehen, gehen sie ins Höhetraining. Und wenn die Bayern dort spielen und trainieren in der Brinkhause, haben sie ein anderes Klima, wie wir uns da unten am Mooswaldallee. Ich sage jetzt aber mal Höhetraining. Es ist jetzt schwierig, darauf zu antworten. Weil wir werden sicherlich kein Trainingszentrum auf dem Feldberg machen. Also das, aber es ist,
nochmal, der Standort, wo wir da sind, der ist aus ökologischer, finanzierbarer Sicht. Und das, was alle hier, die klugen Köpfe in der Stadt und alle Experten, wo wir gefragt haben, ist es der beste Standort. Und noch einmal, wenn wir gerade dabei sind, wir sind mit allen Argumenten, wo wir rausgegangen sind für dieses neue Stadion. Ja. Wir haben dort eine Infrastruktur, wir werden die neue Universität nebendran haben, das ist die Messe in der Nähe. Die Parkplätze, die dort gebaut werden, die können genauso für ein Park-and-Ride-System genutzt werden, die werden von der Messe benutzt. Wir werden die Hospitality-Räume, wie das heute heißt, also die Wirtschafter oder die Versorgungsräume, wo wir da haben, können unter der Woche für die Universität genutzt werden. Die Mensa, wo wir kochen beim Fußballspiel, wir spielen hoffentlich auch in Zukunft, meistens samstags mittags, die können unter der Woche für die Universität benutzt werden. Und ich bin hundertprozentig fest der Meinung und alle Berechnungen, alle Experten sagen, dass das der beste Standort ist. Und es ist die einzige Überlebenschance für uns beim SC Freiburg weiterhin in der ersten und zweiten Bundesliga zu spielen. Und deshalb bitte ich Sie alle, zieht in den nächsten Tagen den Schal an. Zieht, macht ein Käppi, geht auf die Arbeit und zeigt, dass ihr SCler seid. Wir sind wirklich im Endspurt. Und wo ich mal angetreten bin am Anfang, habe ich gesagt, wir wollen eine faire Auseinandersetzung mit den Gegnern. Ich glaube, mit den Anwohnern im Mooswald haben wir es hingekriegt, im Wolfswinkel. Aber wo wir nicht hingekriegt haben, das sind die Plakate, die in den letzten Wochen hier aufgehängt werden, die nur noch Lügen verbreiten. Ich bitte trotzdem. Wenn ich ein Plakat sehe, dass wir verantwortlich gemacht werden sollen, dass 5000 Rettungsfliege nicht mehr gehen, ja, was absolut verlogen ist, wenn ein Motorflieger hingeht und der am Wochenende hier über unsere Köpfe wegbrummt und sich für Schallemissionen einsetzt, dann hört es auf. Und dann kommt das Dickste, wenn es dann heißt Kindertagesstätten oder SC-Stadion. Also ich muss Ihnen sagen, wir haben 10 Millionen Euro Steuergelder in den letzten 10 Jahren bezahlt. Wir müssen und wir werden mit dem neuen Stadion, müssen wir auch höhere Einnahmen generieren. Und nochmal, was der Christian vorher gesagt hat, wir gehen da hinten nicht gerne weg, aber wir fordern einen fairen Wahlkampf und zeigt euch, wir müssen das Stadion hinkriegen. Kurz, ich wollte noch was sagen. Wir sind vor 2 Tagen oder 3 Tagen sind wir aus dem Trainingslager zurückgekommen, vor 3 Tagen, und zwar abends um 10. Da bin ich die Schwarzwaldstraße runtergefahren. Dann habe ich ein Plakat gesehen, nachts, da stand drauf, soll der SC verlieren? Dann habe ich gesagt, dann war Nein angekreuzt. Dann habe ich zu Lars Forster gesagt und zum Jochen Seyer, das verstehe ich jetzt nicht. Was ist das für ein Plakat? Für oder dagegen? Nein, im ersten Moment. Ich meine, wir waren lange unterwegs, aber einfach im ersten Moment. Und das ist natürlich interessant. Das ist natürlich äußerst perfide. Jemanden das dann hinzuschreiben und Leute, die vielleicht sich da nicht hundertprozentig informiert sind oder auch Leute, die jetzt... Es gibt ja auch dann ganz alte Leute, ja, die wahlberechtigt sind, die sagen, sie wollen natürlich nicht, dass der SC verliert, also kreuzen sie an Nein. Und damit sind die Gegner, was mit denen Mittel gearbeitet wird, da habe ich dann auch gesagt, also jetzt geht es in eine Richtung, die ist nicht in Ordnung, aber eigentlich gut, weil das wird natürlich durchschaut. Und wenn das durchschaut wird, dann ist klar, mit was für Mittel gekämpft wird. Haben Sie denn mehr Bauchschmerzen? Vom Spiel gegen Frankfurter Eintracht oder einen Tag später vor dem Bürgerentscheid? Der Bürgerentscheid ist die wichtigste Entscheidung für den SC in den letzten 20 Jahren, die wir gehabt haben. Das ist wirklich entscheidend für unsere Existenz und ich habe vollkommenes Vertrauen in die sportliche Führung und ich bin sicher, so wie da gearbeitet wird, gehen wir unsere Ziele an. Und
Ich meine, wir sind auch in diese ganze Konzeption vom Stadion immer reingegangen für erste und zweite Bundesliga. Es ist klar, dass wir irgendwann mal auch wieder in die zweite Bundesliga reingehen, aber dies ja auf keinen Fall. Marcel, wo es geht, dein Zug geht, oder? Für euch gern zu. Aber noch ein Viertel im Rücken. Unterwegs sind, in der Stadt oder in den Stadtteilen, kristallisiert sich zwei Hauptthemen heraus. Das eine ist die Finanzierung. Immer wieder kriegt man die 38 Millionen um die Ohren geklatscht. Und der zweite Punkt ist die sportliche Seite. Da heißt das, wieso bauen die ein neues Stadion, die steigen doch eh ab. Was sagt man den Leuten? Ja, ich meine, es kommt darauf an, wer es ist. Es gibt natürlich ein paar, wie gesagt, mit den Bewohnern, mit den Anwohnern, mit den zukünftigen neuen Nachbarn, mit denen kann man eigentlich vernünftig reden und die haben natürlich ein paar Ängste, die kann man nehmen. Aber Leute, ich will mal eins sagen, 38 Millionen ist viel Geld, aber es ist für die Infrastruktur, wir bezahlen das Stadion selber, wir sind der Verein, der mit dem meisten Eigenkapital da reingeht. Wir sind in einer Zeit, wo die Zinsen noch nie so günstig waren. Das ist ein historischer Moment, wo wir das machen können. Und wie gesagt, 38 Millionen ist viel Geld. Und ich finde, eine Kommune wie Freiburg, die gibt Geld aus für Bibliotheken, zu Recht. Die gibt Geld für Kultur aus, ganz zu Recht. Und ein Beispiel, ich finde es wichtig, wir haben ein tolles Theater hier in Freiburg. Und dieses Theater macht großartige Arbeit. Die werden mit 14 Millionen jedes Jahr bezuschusst. Das ist wirklich wichtig und ich stehe dahinter. Das sind zwei Etats vom Theater für uns für die nächsten 30, 40 Jahre. Und ich glaube, das können wir einfordern. Und ich bin auch der Meinung, dass für viele Minderheiten einfach gefördert werden müssen. Aber guckt euch mal an, welche Institution in Freiburg bringt 80% der Menschen in dieser Region zusammen. Das ist nur der SC Freiburg und das seid ihr vor allen Dingen mit eurem Herzen und mit eurer Begeisterung und mit eurem Zusammenhalten mit uns und mit eurer Unterstützung. Ausgehen. Wann kann dem Marcel Reif sein erstes Spiel im neuen Stadion kommentieren? Liebsten vorgestern. Nein, es haben ja schon einige fairerweise gesagt, dass egal wie der Bürgerentscheid ausgeht, wird er sie prozessieren. Das ist auch eine Frage von Demokratieverhältnis. Aber das haben wir ja mit einkalkuliert. Und also schätzungsweise, ich sage immer, 18, 19 oder 17, 18 und einer im Laden muss immer auf dem Gas stehen und da gibt es ein paar, die Bremse tun genug. Ich sage, ich wäre froh, wenn wir 17, 18 schaffen würden oder 18, 19, dann sind wir voll auf der Linie. Ja. Und wichtig ist immer, alles was man macht im Leben, ist Perspektive. Und eins möchte ich noch sagen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Danke, Fritz. Vielen herzlichen Dank an meine Gäste, Marcel Reif. Und natürlich Richard Schreif. Und natürlich der Mannschaft drücken wir alle hier ganz fest die Daumen, dass es wieder mit dem Klassenerhalt gelingt, dass alles so ist, wie man sich das vorstellt hier in Freiburg. Ich darf mich sehr herzlich für Ihre Interesse und Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Fritz Keller hat es schon gesagt, denken Sie daran, am 1. Februar zur Wahl zu gehen und machen Sie das Kreuz an der richtigen Stelle. Richard, nicht bei Nein, sondern bei Ja. Das wäre ganz gut. Ich darf mich, wie gesagt, nochmal sehr herzlich bedanken und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Dankeschön und auf Wiedersehen.